Eine große Enttäuschung im 20. Jahrhundert war die Tatsache, dass Schulpflicht und technischer Fortschritt und Bildung und Kultur nicht dazu führten, dass der Mensch nun besser und menschlicher war, wie man noch im 19. Jahrhundert geglaubt hatte. Und viele Mörder und Folterer und Massenmörder waren Liebhaber der Künste und hörten Opern und gingen in Ausstellungen und schrieben Gedichte und studierten Geisteswissenschaften und Medizin und so weiter. Und unter den Philosophen herrschte immer mehr die Meinung vor, dass mit dem 20. Jahrhundert die Ära des Humanismus zu Ende gehe und eine neue beginne, der sogenannte Posthumanismus, da noch nicht klar war, wie man diese Ära definieren sollte. Historiker und Philosophen sagten, der Humanismus sei eine Kultur der Verschriftlichung und führe die Gesellschaft zur Literatur. Und dies sei mit dem Beginn des Rundfunks nach dem Jahr 1918 und dem Fernsehen nach 1945 und der technologischen Revolution der 80er und 90er Jahre längst überholt. Und den Todesstoß habe dem Humanismus die Biotechnologie versetzt. Und manche sagten, das sei in Ordnung, da doch der Humanismus ein großer Fehlschlag in der Geschichte menschlichen Denkens sei und dass er es in Jahrhunderten nicht zustande gebracht habe, den Menschen zu optimieren. Und die Biotechnologie biete neue Möglichkeiten zur Optimierung des Menschen, da man zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die pränatale Selektion erwägen könne. Und eines der Nahziele der Zukunft sei es, einen dementsprechenden Optimierungscode zu finden. Und andere sagten, dies sei nicht wahr. Denn gerade der Humanismus habe den Menschen in dem Sinne optimiert, dass er ihn gelehrt habe, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Und das sei ein großer Fortschritt. Aber immer mehr Menschen dachten, die Verantwortung sei bereits überwunden und in Wahrheit von Leistung und Zweckmäßigkeit verdrängt. Und der neue Mensch zeige sich nicht verantwortlich, sondern leistungsfähig. Und die Leistungsfähigkeit sei eine angeborene und natürliche Sache, wogegen die Verantwortung eine humanistische Idee darstelle und einen Alibi-Ersatz bei gleichzeitiger Unfähigkeit zur Leistung.